Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir checken heute mal den Gloria Multijet in der 230 Volt Variante aus. Ist ein schönes, kompaktes Gerät, das man überall mit hinnehmen kann. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's ab. Erstmal danke fürs Einschalten. Ich bin's, der Onkel Kramer, und wir checken heute den Gloria Hochdruckreiniger ab. Der ist schön kompakt gehalten, passt also auch ideal in jedes Regal. Und man stellt sich nicht die Garage damit voll. Es ist ein System, das selbstansaugend ist. Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Das verschiedene Möglichkeiten hat der Aufsätze, auch Multifunktionsreinigungskopf. Aber ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal Wasser an und probieren das Ganze nachher auch nochmal ohne Wasseranschluss über den Kanister. Das Gerät selber kann jeder mit noch weniger Muskeln als ich auch tragen. Hier vorne haben wir die Möglichkeit, wir machen das gleich mal. Unseren 5 Meter Schlauch können wir hier anschließen. Der wird einfach eingeklickt. Das Ganze wird dann hier in unsere Pistole auch eingeklickt. Wir können es auch jederzeit wieder trennen, wenn wir mal einen anderen Schlauch haben oder wir nach irgendwie 10, 20 Jahren den Schlauch kaputt haben. Unsere Sprühpistole selber können wir sperren, sodass Kinder nicht aus Versehen damit rumspielen. Denn bei 120 Bar, die das Gerät leistet, kann es natürlich auch schon mal ins Auge gehen. Also ein Schlauchpaket ist schon mit dabei. Wir haben auch noch mal extra Düsen, die zeige ich euch gleich noch mal, die man natürlich braucht, wenn wir irgendwo in Schmutzwasser oder im Fluss das Wasser ansaugen wollen. Und damit uns der Hochdruckreiniger nicht von innen verstopft, beziehungsweise die Düsen. Aber nutzen wir erstmal den normalen Wasseranschluss, lassen schon mal ein bisschen Wasser durchlaufen, damit der Hochdruckreiniger nicht trocken läuft. So, jetzt brauchen wir natürlich unseren Anschluss. Auch hier ist natürlich mit einem Filter. Mit einem Filter sieht das Ganze noch mal gesichert, dass uns da nicht irgendwie was in die Düsen reinkommt und die eventuell verstopft. Und dann würde das Ganze ja nicht mehr funktionieren. Hier brauchen wir bloß einfach unseren Wasseranschluss draufsetzen und uns ein bisschen Strom zapfen. So, jetzt können wir hier mal das Gerät anschalten. So, jetzt ganz wichtig, den Schlauch nach oben halten, dass wir das Ganze erstmal lüften. Was bei Multijet immer ganz wichtig ist, ihr müsst die Einstellungen an eurem Gerät beachten. Zum Beispiel bei der Giftspritze, sag ich mal, oder Unkraut, Beseitigungsspritze, braucht ihr oder dürft ihr nicht den vollen Druck anwenden. Und deswegen müssen wir jetzt einmal den Druck runterregulieren. Ich hoffe, man kann es erkennen in der Sonne. Wir stellen hier den Modus um zwischen Eco, Clean und ja, in unserem Fall Spray. Wir können jede Menge Blumen gezielt auf einmal gießen. Hier kommt die Gloria leider zu spät. So, jetzt kommt der Aufsatz, der wahrscheinlich am interessantesten ist für euer Multijet-System. Und zwar ist das die Lanze mit den 4 verschiedenen Funktionen. Umstellen, dass wir die volle Power erreichen, auf Clean stellen. Also hier haben wir aber den normalen Hochdruckreiniger. Das Ganze noch mal ein bisschen breiter. Das ist sehr effektiv, das Teil. Das ist dieses Ding, was rotiert. Also da hat man Steine wirklich im Nu sauber. Und dann müsste jetzt der Punktstrahl noch da sein. Genau. Dann haben wir einmal den Punktstrahl. Ich würde sagen, wir checken mal das Pflaster ab, ob dir auch was sauber wird. Dann machen wir mal den ersten Test hier. So, ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Nächstes Menü, beziehungsweise nächster Strahl, ist quasi dasselbe, nur breiter gefächert. Ja, wir merken schon, ist ein bisschen schwächer, ist vielleicht ideal zum Autowaschen. Jetzt kommt das Rotationsfräsgerät, also da wirklich aufpassen, das spritzt überall hin. Ich denke mal, man kann den Unterschied gut sehen und das Ergebnis. Also was man da letztendlich benutzt, ist ja selber überlassen. Aber hiermit kann man schon gut mit sauber machen. Schauen wir mal kurz die Fliegenkacke an. Einmal ein bisschen einweichen. Also besser sogar noch als in der Waschanlage. Wir brauchten keine Chemikalien und es ging trotzdem ab. Also genauso gleichwertig für so ein kleines Ding, finde ich das mega. Achtet darauf, wenn ihr zu Hause Auto wascht, ihr müsstet eigentlich einen Ölabscheider haben oder ihr müsst einen Ölabscheider haben, damit es ja, legal ist oder ihr wohnt halt nicht in Deutschland. Was ihr dann natürlich auch bekommen könnt, ist dieser Schaumaufsatz. Ich kann das einmal ganz kurz demonstrieren. Einmal hier eine Lage Schaum drauf. Da könnt ihr euer Fahrzeug einschamponieren, ja, wie an der Waschanlage. Ist jetzt kein Snowform oder sowas, also fetter Schaum, aber man kann vernünftig das Auto einweichen lassen. Vorher vielleicht mit dem Hochdruckreiniger reinigen und dann hinterher nochmal absprühen.
Auto ist top sauber, Waschanlage gespart. Als nächstes geben wir den Grünkräutern, den Grünspan auf den Grund. Und da können wir das Ganze mit einer Steindusche, so nennt sich das, einsprühen. Positiver Nebeneffekt, es wächst auch kein sonstiges Unkraut. So, jetzt können wir das Ganze natürlich, weil wir nicht überall einen Wasseranschluss haben, ich habe gerade Eis gegessen, können wir hier natürlich Kanister nutzen. Das ganze Gerät ist selbst ansaugen. Wir kommen hiermit allerdings nicht in den Kanister rein. Wir haben sauberes Wasser, deswegen können wir auf den Filter verzichten und saugen das Ganze einfach mal so über den Wasserschlauch an. Das Mittel, was ich hierfür benutze, ist Rusche Steindusche. Genauso wie den Hochdruckreiniger verlinke ich euch natürlich immer alles darunter. Da braucht nicht viel rein, damit das funktioniert. Hier steht es auch nochmal, bitte nicht auf Pflanzen sprühen, da diese Wurzel tief zerstört werden. Genau das, was ich möchte. So, jetzt müssen wir einmal unseren Aufsatz vorne wechseln. Nehmen wir einmal unser Pflanzenschutzset, was wir hier draufsetzen. Ganz wichtig, wir müssen am Rotorganiger an der Station einmal auf Sprühen stellen, also auf Spray. So. Ihr müsst aber eines beachten, es gibt drei verschiedene Düsen. Habt ihr die falsche Düse, geht hier vorne der Sicherungsstift raus, quasi der Überdruckschutz. Es gibt ja natürlich auch für das akkubetriebene Gerät noch eine extra Düse. Und in meinem Fall hat der Schwiegervater schon die anderen beiden Düsen verloren gebracht. Und deswegen benutzen wir das hier nur am Akkugerät. Das war nur mal ganz kurz zu zeigen, dass er halt auch hier, dass er halt Wasser fördern kann, ohne dass er jetzt einen Wasseranschluss braucht und das auch ohne Probleme mit gleichem Druck. Interessanter ist nochmal als Beispiel dieses Produkt hier, das ist die Bürste mit integrierten Hotogarniger, sage ich mal. So, und hier haben wir jetzt den Killer, die Bürste mit Hotogarniger. Wir können quasi die Steine reinigen, ohne dass uns der Rotz überall hinspritzt und das auch relativ schnell. Gerade wenn man Motorrad oder sonst irgendwas stehen hat und man anfängt zu spritzen, man muss erst alles wegräumen und das spart man sich quasi mit diesem Aufsatz hier. Ich würde sagen, wir suchen uns mal eine grüne Stelle, damit ihr seht, wie gut das funktioniert. Hier auch so ein bisschen mit Unebenheit, Vogelkot. Und das funktioniert richtig gut. Ich denke mal, das kann sich doch sehen lassen. Ein bisschen spritzt immer noch, aber immerhin besser, als wenn wir jetzt den Hochdruckreiniger, sage ich mal, ohne diese Bürste da haben. Wir brauchen gar nicht viel Druck. Wir gehen hier einmal rüber und dann sehen wir schon, haben wir eine Spur der Reinlichkeit. Ich würde sagen, kommen wir zum Fazit. Das Gerät ist super klein, das Kabel könnte ein bisschen länger sein. Das mit den Aufsätzen funktioniert hundertprozentig. Auch, dass wir hier die Stärke einstellen, ist richtig gut. Wir könnten das kombinieren mit den anderen Gloria Multijet Akkusystemen zum Beispiel und haben hier nochmal ein System, wo wir halt nicht dauernd den Akku aufladen müssen, was preislich top ist und was sich auch abschaltet, wenn mal kein Rotorganiger gebraucht wird. Das Gerät schaltet sich immer nur dann an, wenn es auch wirklich gebraucht wird. Wir haben sämtliche Filteranschlüsse und so weiter mit dabei. Das Zubehör natürlich muss man selber wissen, was man braucht. Wir können hier hinten unsere Lanze einklicken. Wir können unser Kabel hiermit aufrollen und haben ein sauberes, ordentliches, verstautes Paket, was nicht schwer ist, wo man keine Rückenschmerzen kriegt. Und deswegen finde ich das Gerät gut und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Preis-Leistung müsst ihr selber schauen. Ich habe euch den Link in der Infobox mit platziert. Warum sage ich nicht zum Preis? Weil er sich wirklich momentan dauernd ändert. Deswegen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schnäppchen machen und würde mich über ein Abo freuen. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Onkel Kramer. Ciao. Let's put our living stereo stylus in this groove.